Schneelandschaften, Wald, Gebirge. Hier und da ein bezauberndes Detail. Im Kunstmuseum Schwan dreht sich auf 2 Etagen seit dem 23. März alles um das Riesengebirge zwischen Polen und der Tschechei. Also im Riesengebirge gab es auch eine Künstlerkolonie. Heute heißt dieser Ort Sklaska Poreba, früher Schreiberhau. Und dieser Ort hat eben auch bietet eine ganz besondere Landschaft, die eben auch schon damals Künstlerinnen und Künstler angezogen hat. Wir zeigen diese Ausstellung, weil wir jedes Jahr eine Künstlerkolonie präsentieren, um Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und ganz besonders interessieren uns aber auch die Künstlerkolonien, die sich ehemals jenseits des Eisernen Vorhangs befunden haben, weil die sich doch ein bisschen anders entwickelt haben. Die Künstlerkolonie Schreiberhau ging aus dem Kreis der Intellektuellen um die Brüder Karl und Gerhard Hauptmann hervor, die sich 1890 in Schreiberhau niedergelassen hatten. Für sie war es das Paradies. Ihr Haus wurde zur Begegnungsstätte für Schriftsteller und Maler. Über die Vereinigung Euroart stehen das Karl- und Gerhard-Hauptmann-Haus und das Kunstmuseum Schwan im Austausch. Es geht um eine Beziehung zwischen Deutschland und Polen. 40 Kunstwerke sind derzeit in Schwan zu bewundern. Herausragende Namen: Karl Ernst Morgenstern, der in Rostock geborene Hans Oberländer, Adolf Thiel Gertrud Staats. Urwüchsige Landschaften und Wälder in hohen Gebirgslagen mit entlegenen Dörfern. Inspiration für die Kunst. Hier haben wir Künstler, die die Freiluftmalerei betrieben haben, also die realistische Motive gesucht haben, direkt vor der Natur und sich dann nach und nach dem Impressionismus geöffnet haben, bis hin zur neuen Sachlichkeit. Übrigens auch ein bekannter Name, der Karl und Gerhard Hauptmann bewegte: Rübezahl, der Berggeist des Riesengebirges. Um ihn ranken sich zahlreiche Sagen und Märchen. Er lenkt das Wetter, kommt mal gut, mal böse daher. Seit 2022 pflegt das Kunstmuseum Schwan außerdem die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Sie untersuchen seither die Zusammenhänge zwischen Malerei und Musik. Und in Schreiberhau war die Komponistin Anna Teichmüller vor Ort, die ganz eng mit Karl Hauptmann zusammengearbeitet hat. Und sie hat die Gedichte von Karl Hauptmann in Lieder übersetzt. Und das hören wir uns an und erfahren auch mehr über Anna Teichmüller, weil ganz besonders ist natürlich, dass es auch eine Komponistin ist. Ja? Die Ausstellung im Kunstmuseum Schwan geht bis zum 16. Juni. Besonders spannend, am 15. Juni gibt es im Campus der Generationen in Schwan eine Podiumsdiskussion. Mit dabei die Direktorin des Riesengebirgsmuseums, die Autorin des Buches In den Häusern der Anderen, in dem es um geopolitische Veränderungen dieser besonderen Landschaft geht. Erklärtes Ziel: Die Künstlerkolonie Schreiberhau soll nicht als ehemals deutsches Phänomen wahrgenommen werden, aus einem Ort, der heute in Polen liegt. Vielmehr handelt es sich hierbei um europäisches kulturelles Erbe.